mir meine Semmel, Mensch. Ich geb dir hier meine Semmel hier. Oh, hallo. Hoi, Semmel. Scheiße. Mittwochmorgen, Paradies, weil Leberkässemmel hier. Wow, feine für Bauer. Holt immer Mittwoch der Seat Ösi. Genau. Heute haben wir einen Spezialauftrag gegeben. Er soll gut kaufen. Seht ihr jetzt. Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja, das kann ja jedem mal passieren, oder? Ja. Ist so. Haftpflicht grüßt. Ach ja. Ich geh arbeiten. Ja, ich mach. So. Dann ist er fertig gegessen, dann geht es weiter. Dann haben wir uns gestärkt, das Bauch ist voll. Unsere Seadöse ist auch wieder da. Direkt aus dem Drive-In. Genau. Ist im Fall nicht der Tobias gewesen. Wir haben das also bestätigt. Gut. Also, gehen wir mal schauen. Wir haben heute kein spezielles Thema, weil ich kein spezielles Thema nur. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich ein spezielles Thema machen, aber das hat nicht geklappt. Und ja, schauen wir mal, was sonst im Betrieb läuft. Wie gesagt, es ist Ferienzeit. In der Reinigung ist. Läuft das in der Reinigung? Ja. Aua, aua, aua. Gut, schauen wir mal, was los ist. Also, wir haben. Also, ihr dürft nicht verschrecken. Wir tun hier alles ein bisschen umstellen. Darum sieht es im Moment sehr, sehr chaotisch aus. Chaotisch aus. Wird aber noch. Ja. Wie gesagt, das sieht jetzt in der Diener ein bisschen anders aus, was der Occasionspark anbelangt. Tobias ist da wieder in Lebensgefahr. Gut, okay. Gut, was haben wir heute hier stehen? Heute haben wir hier ein BMW 118 verkauft. Geht tschüss. Genau. Kohle, tschüss, danke. Also der ist verkauft, der geht weg. Den haben wir hier. Ein geflügeltes Monster. Nicht ja? Nichts mit Red Bull, sondern mit der Flügel. Hier. Also das ist eine Occasion, die habe ich letzte Woche schon im Video angekündigt. Das ist der Eintausch, der reingekommen ist auf der M2. WRX, muss ich mal auf der Seite anschauen. Das ist so jetzt ein Tuning, wo der Tobias lustig findet. Ich sage, es sieht gut aus, performancemäßig. Kann man jetzt drüber streiten. Okay, das ist eine Option, die wir natürlich kaufen können, wo die B jetzt am fertig machen ist. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben Lack gemacht. Und das ist bei der Subaru, kann ich euch sagen, richtig schwer. Subaru. Was ist Subaru Saab? Was ist noch? Subaru Saab. Ja, also alles. Porsche auch? Ja. Also Subaru Saab, Porsche. Extrem schwierige Lack zum dran schaffen. Geht auch nur, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Swisswax, um sie richtig schön herzukriegen. Alles andere ist sehr, sehr mühsam, sehr, sehr schwierig. Sie sind, kann euch nicht mal sagen, warum das so ist, ist einfach so. Gut. Also, dann haben wir eine neue Pneu montiert, weil das Auto ist nur mit Winterpneu. Und das geht natürlich nicht, haben wir eine neue Pneu montiert. Ganz wichtig ist, bei dem Auto ist genau vorgeschrieben, was für Pneu das drauf müsst, im Fahrzeugausweis. Also ihr könnt da nicht einfach einen Mischner drauf tun oder einen Pirelli oder einen Dunlop, sondern da ist wirklich vorgeschrieben, da muss der Typ nicht drauf. Warum ist das so? Okay. Ja, ist so. Oh. Ja, weil, ich zeige es so schnell, der Fell, gell? Das ist so das. Das ist noch dreckig. Der Pneu wird extrem gestretcht. Seht ihr das? Gut. Und genau. So wie dein Bauch. Ja, nicht weil die Felge zu breit ist. Die Felgen ist eigentlich zu breit für den Pneu. Und dann muss es vom Pneuhersteller eine Freigabe geben, dass man die Pneu darf auf das Auto montieren. Und die Freigabe ist jetzt bei dem Auto von der Hankook gegeben worden. Das heisst, da darf nur Hankook drauf und auch nur ein spezieller Typ. Ja? Das ist wichtig. Also eben, Japan Racing Felgen, Leistung ist gemacht, Spoiler vorne, hinten, also hier Schwelle. Also, hast einfach alles gemacht. Ja. Aber wie gesagt, halt Blink-Blink-Tuning ist nicht so mies, aber könnt ihr kaufen. Funktioniert dort alles, das Auto ist im Top-Zustand, von dem her bin ich gewachsen.
Guck mal, ich bin höher. Gut, also ihr merkt Ferienzeit. Dann haben wir... Oh ja, da war noch nicht Feuer. M135. Oder 140. Moment. M140. M140, Kundenauftrag. Der kriegt eine Innenreinigung, richtig? Innenreinigung komplett. Auto ist, glaube ich, nicht wahnsinnig alt. Hat auch wenig Kilometer. Allerdings... eine Reinigung mal von Nöten. Ja? Ja, das ist ja auch ein bisschen was ich kippe. Ah ja? Voll auf den alten Knauf, bitte über Streitenstelle. Denn von dem sehen wir noch Detailaufnahmen. Den kennen wir ja. RS3 von Frau Cheffahrzeug. Direktionswagen mit Bums. Genau. Also, was haben wir jetzt hier gemacht? Ihr habt ja gesehen, wir haben da schon viel gewechselt, da habt ihr schon Aufnahmen gesehen. Und ich habe euch ja gesagt, wartet noch mit den Kommentaren, bis beschriftet ist. Warum? Hat einen Grund, weil, ihr seht es, das Rot ist übernommen worden. Das hat einen minimalen Unterschied, aber das ist Chromfolie Rot, richtig geil in der Sonne, werden wir nachher noch Einzelbilder sehen. Und harmoniert natürlich super jetzt mit den Felgen. Ja? Und deswegen, die geschrieben haben, oh, ist richtig grusig. Vielleicht jetzt ist es nicht mehr richtig grusig, vielleicht ist es jetzt geil, wer weiß. Ich glaube, wir schneiden nochmals den Carbon rein. Ha? Richtig. Carbon in 3, 2, 1. Jetzt. Danke da an Elvis für die geile Arbeit und an nettosticker.ch, das ist eine Firma in Domodems, die Auto beschriftet. Richtig geiler Job, schnell, zuverlässig, preisgünstig und geile Ausführung. Ja. Darf ich mir auch sagen, wenn jemand etwas gut macht? Gut, dann haben wir noch ein neues Auto gekriegt, gestern reingekommen. AMG. AMG. Diesen. Also, nicht Schwabbelbacken filmen, gell? Gut, das ist eine Occasion, könnt ihr kaufen. Könnt ihr kaufen, AMG 45. Performance-Sitz, Performance-Fahrwerk, Performance-Auspuff, Performance, alles Performance. Und vor allem Aerodynamik-Kit, weil ich finde die Auto extremst hässlich, wenn es Flügel nicht haben und Flaps vorne. Genau. Das könnt ihr auch gerade einen 250er kaufen, sieht ja gleich aus. Also von dem her, ich finde das richtig geil, nur mit dem Flügel und mit dem Aerodynamik-Kit nennt man das ja. Das Auto ist speziell, das Auto kriegen wir jetzt zu einem Spezialpreis bis am Samstag um 12 Uhr. Das heisst, wenn jemand das Auto kaufen will, ich weiß jetzt nicht, wie versetzt das Video kommt, dann müsst ihr jetzt zugreifen bis am 14.07.12.00. Warten wir schnell. Spezialpreis, weil wenn wir nicht dazu kommen, um das Auto fertig zu machen, kriegen wir das jetzt für Hammerpreis. Ja, also das ist im Moment der günstigste AMG 45 mit A45 AMG mit Flügelwerk in der Schweiz. Der allergünstigste. Das heisst, jetzt anrufen, Kohle bringen und Schlüssel mitnehmen. Ja, könnt ihr natürlich auch Finanzierung machen, müsst einfach schnell sein. Gut. Das zu dem Thema. Dann, was haben wir noch? Ja, sonst ist eigentlich nicht viel Neues. Im Moment ist es relativ ruhig. Ich suche für mich noch ein Cabrio. Ganz wichtig, ich will Cabrio. Ich liebe Cabrio und ich muss für mich ein Cabrio haben. Ich weiß aber noch nicht was. Ist schwierig. Die Frau hat eigentlich gesagt, ich kriege keins. Ja, Mazda ist richtig geil. Ein Problem: Platz. Platz, nicht auf der Fahrerseite, da geht's, das ist super, aber auf der Beifahrerseite, weil Knie bei Ohren, so, und das ist nicht lustig zum Fahren. Ja, also jetzt für meine Größe. Also für mich ist es super. Ja, für dich ist gut. Für mich ist echt gut. Nein, ich suche für mich ein Cabrio und das wird auch noch ein Projekt geben, aber ich weiß noch nicht was, die Frau hat eigentlich verboten, dass ich mir eins kaufe. Oh Schatz, ich will die Cabrio kaufen, für dich. Also. Ja.
Aber ich werde mich durchsetzen wie immer. Bedarf einfach Taktik. Barbara kennt das auch, gell? das nennt man Guerillakriegsführung. Kennen wir ja alle und können wir auch. Gut, also ich würde sagen, an dieser Stelle schalten wir ab, beziehungsweise hören wir aufdrehen. Ist vielleicht ein bisschen langweiliger gewesen als sonst, wenn wir gewisse Umbauten haben, aber ich hoffe, es hat euch gleich Spass gemacht. Leistung bringen, Reinigung bringen, Autos kaufen. Denkt dran, original fährt man nicht. Ganz wichtig, schönes Tagli. Tschüss!